Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 11. März 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Die Mondbewegung löst etwas aus, unseren Gefühlen. Und es sind die Sehnsüchte, die Träume, die Wünsche und die Visionen. Es gibt Menschen, die daran fest glauben. Und sie setzen das als Ziel und die geben das nicht auf. Und die erreichen auch ihre Ziele. Und es sind Tage, die beeinflusst unserem Gefühlen, weil dann kommen die Sehnsüchte. Da möchten wir gerne etwas erreichen. Und es gibt Tage, wo wir das vertrauen, weil das ganz nah erscheint. Und dann gibt es entscheidende Tage, wo das umkippt. Entweder überwinden wir die Zweifel und verfolgen unserem Ziele oder die Zweifel, Angst wehrt uns zurück. Und dann gibt es wieder Tage, wo dieser Wunsch, diese Sehnsucht unerreichbar, hoffnungslos erscheint. Ganz, ganz weit weg. Und so ist es heute. Heute haben wir das Gefühl, das ist unerreichbar, das ist hoffnungslos. Das kann in verschiedenen Themenbereichen sein. Eine hoffnungslose Liebe, aber die Sehnsüchte sind da. Oder die Wunsch, die wahre Berufung zu leben. Und es scheint auch unerreichbar zu sein. Und so fühlt sich den Tag heute an. Und genau in diesen Tagen brauchen wir Stärke und Überzeugungskraft. Und dann wird es wieder leichter sein, aber solchen Schicksalstagen beeinflussen unserem Gefühlen und es löst die Mondbewegung aus. Und jetzt schauen wir an die Bewegungen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bekommt einen Einfluss von Manubrium und diesem Stern Manubrium bedeutet Handgriff. Vielleicht nur ein Handgriff und es bringt uns näher zu unserer Wunscherfüllung oder unsere Ziele zu erreichen. Aber hier in diesem Bereich sind auch eine Nebel, also das heißt Unklarheiten, etwas ist noch undurchschaubar. Vielleicht das löst auch aus, dass heute das alles so hoffnungslos erscheint. Deneb und Vega beeinflusst auch die heutige Mondbewegung. Und die haben eine Verbindung und das erzählt eine chinesische mythologische Geschichte. Es gab einmal eine Hirtenjunge und dieser Hirtenjunge heißt Altair. Und diesem Stern Altair ist die Hauptstern im Sternbild Adler. Im Himmel ist ein Fee und diese Fee heißt Vega. Und diesem Stern Vega befindet sich im Sternbild Lyra. Und die Geschichte erzählt, dass diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde und die beiden haben sich verheiratet und diese Fee hat auch gearbeitet als Weberin und das war dieses Liebespaar Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin. Bis dann der Himmelskaiser der Sonne und die Himmelskaiserin, die Mond, entdeckte, dass die Fee hier auf die Erde ist. Und der Himmelskaiser fragte seine Frau, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin antwortete, wir müssen sie zurückholen ins Himmel. Und so passierte auch, dass Vega musste zurück ins Himmel.
und die beiden waren getrennt und traurig. Und dann kam der Neb und hilft bei den beiden Liebenden. Dieser Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Und Deneb baute eine Brücke aus Schwanen und in dieser Brücke treffen sie die Liebenden einmal im Jahr, im siebten Tag, im siebten Mondmonat. Und das ist ein Feiertag auch in China, auch in Japan, die Tag der Liebe. Weil dann vereinen sich der Hirtenjunge und die Weberin Altair und Vega aus dieser schwangebaute Brücke. Zwischen den beiden trennt die Milchstraße und die Chinesen betrachten als der gelbe Fluss, was die beiden Liebenden trennt. Die Lösung ist, der Neb, eine Brücke zu bauen. Und diese Geschichte beeinflusst heute unsere Wunscherfüllung. Das heißt, wir brauchen die Brücke zu bauen. Und wenn nicht eine dritte Person hilft, so wie bei diesen beiden Liebenden, dann wenigstens unserem Glauben eine Brücke zu bauen zu unseren Wünschen und Sehnsüchten. Weil das Gefühl ist da und das können wir nicht unter den Teppich kehren. Und so ist der Einfluss im heutigen Tag. Und schauen wir mal an die einzelnen Tierkreiszeichen. Und ich habe die Uhrzeit so berechnet, so wie das genauso stattfindet, wo auch auf unseren Gefühlen die Mondbewegung einen Einfluss hat. Und dieser Moment, wo das so exakt wirkt, steht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont. Das heißt, die Tierkreiszeichen Löwe steigt in Osthorizont auf in diesem Moment. Und die Tierkreiszeichen Wassermann geht in Westhorizont unten. Und es ist nicht nur die Löwe und Wassermann, was hier eine Rolle spielt, sondern die Mondknoten. Ja, die Mondknoten befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe und Tierkreiszeichen Wassermann. Was ist das, diese Mondknoten? Das ist die Mondbewegung, wo die Mondbewegung kreuzt die Ekliptik. Einmal, wenn die Mondumlaufbahn kreuzt von Süden nach Norden die Ekliptik. Und wenn die Mondumlaufbahn kreuzt die Ekliptik, wenn von Norden nach Süden überquert. Und bei diesen beiden Knoten heißt Karma. Wenn ein Vollmond genau in diesem Knoten befindet, dann entstehen die Finsternisse. Einmal gibt es absteigende Mondknoten und das befindet sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist das alte Karma. Alte karmischen Erinnerungen, alte karmischen Begegnungen, karmische Liebe oder viele suchen ihre Berufung, dann kommen die karmischen Erinnerungen hoch. Und die aufsteigende Mondknoten bewegt sich zurzeit im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist das Neuentdeckung, das, was uns noch fehlt, einen neuen Weg, eine neue Richtung, neue Bekanntschaften, neue Ereignisse, ein Bereich, wo wir uns noch nicht auskennen. Aber uns fehlt das, etwas fehlt. Und so sind wir dann vollständig, wenn wir das entdecken an uns und aneignen oder lernen etwas Neues. Und so kommt das im Gleichgewicht. Also das sind heute die karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen und das aktiviert gerade dieses Gefühl Sehnsucht. Sehnsucht nach die wahre Berufung, Sehnsucht nach die wahre Liebe. Und das beeinflusst unseren Gefühlszustand im heutigen Tage. Und ich nenne das auch Schicksalstag, weil oft dadurch, dass wir hier Entscheidungen treffen, ändert sich auch unser Schicksal. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen, das steigt in Osthorizont auf, wenn gerade dieses Gefühl ganz intensiv spürbar ist. Löst karmischen Erinnerungen oder eine neue Richtung, eine neue Bewegung,
neue Erkenntnisse oder diese Sehnsucht, dieser Wunsch, was uns noch fehlt. Und das spüren sie natürlich, wir spüren das alle, aber auch die Löwengeborenen. Und die Löwengeborenen haben auch das Wunsch, etwas ins Licht zu bringen, wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und Liebe spielt auch eine Rolle, weil hier spiegelt die Deszendent etwas. Also das heißt, die Seelenpartnerschaft, die karmischen Begegnungen spielt natürlich auch eine große Rolle. Und ein guter Einfluss kommt auch von Venus-Energie, weil Venus befindet sich gerade in Tierkreiszeichen wieder und natürlich die Feuerelement Löwe und die Feuerelement wieder stehen in Verbindung. Das heißt, ein guter Einfluss, Liebesenergie für die Löwengeborenen. Aber die Gespräche sind auch sehr gut, weil Merkur bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder. Und das wirkt gut für die Löwengeborenen, wirkt gut auch für die Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen möchten Sicherheit, Stabilität, Wertschätzung, etwas in Ordnung zu bringen. Auch die finanzielle Stabilität, das sind die Wünsche gerade, was erreichbar ist. Ich sage die Tendenzen, also das, wo die Jungfrau-Geborenen etwas bewegen können. Die Löwengeborenen bei der Liebe, Partnerschaft, auch die Anerkennung bei der Jungfraugeborenen, die Wertschätzung, auch die Finanzen können die in Ordnung bringen. Wichtig ist die Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, ein Studium oder Medium, also etwas veröffentlichen, ein Buch veröffentlichen oder ein Kunstwerk in die Öffentlichkeit präsentieren, dann ist wichtig die Familie, die Kontakte, auch Veranstaltungen, etwas organisieren. Eine kleine Reise kann auch Wichtigkeit sein oder kleinere Veränderungen. Aber gute Einflüsse kommt noch von der Venus-Energie, also in die liebe Partnerschaft haben Glück die Wagengeborenen und ein gutes Gespräch ist auch möglich. Also diese Wünsche können zur Erfüllung gehen, eine kleine Reise, eine kleinere Veränderung, ein Studium oder wieder mit der Familie die Harmonie reinzubringen oder ein Umzug, aber in vertrauten Umgebung. Also das sind die Themen, was erreichbar ist bei den Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeboren kehrt etwas zurück von der Vergangenheit und das kann auch Glück sein. Bei vielen Skorpiongeborenen gibt auch eine rechtliche Lage oder die Gerechtigkeit. Das ist auch ein wichtiges Thema. Was noch erreichbar ist, in Wohnsituation etwas zu verändern, die Wohnung verschönern oder eine neue Einrichtung oder ein Haus kaufen oder bauen oder ein Umzug. All das, all diese Wünsche können die Skorpiongeborenen etwas in Bewegung setzen, das in die Richtung oder eine Familie gründen, wäre auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen, sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Und welche Wünsche kann zum Erfüllung gehen? Weil hier bei diesen Schicksalstagen geht es um unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Bei den Schützengeborenen ist die schöpferische Kraft oder die Verbindung zu Kindern oder ein Kinderwunsch kann zum Erfüllung gehen. Aber auch die Selbstständigkeit ist auch sehr möglich. Oder ihre schöpferische, kreative Energie zu nutzen, ihre Ideen umsetzen in die Realität, die schöpferische Kraft. Das ist ein Vorteil zurzeit bei den Schützengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist auch spürbar diese Energie, zwar ganz intensiv, weil hier bewegt sich die Mond und auch Saturn. Und Saturn belehrt auch gerade die Steinbockgeborenen, dass sie auch ihre Wünsche, Träume, Sehnsüchte auch ernst nehmen, auch wenn sie nicht die großen Träumer sind.
Aber wenn Sie das als Ziel setzen, ist auch erreichbar. Und welche Ziele können die Steinbock-Geborenen gerade verwirklichen? Die beruflichen Ziele, die Berufung zu leben. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben karmische Themen. Hier bewegt sich die absteigende Mondknoten. Und wo verspüren sie die Sehnsüchte? Das ist die Liebe-Partnerschaft. Bei vielen Wassermann-Geborenen sind karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen eine karmische Liebe. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben natürlich sehr tiefer Bezug zu Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Das ist so der Bereich für die Fischengeborenen. Und sie möchten auch Klarheit, klare Erkenntnisse. Welche Träume können sie verwirklichen? Und die Fischengeborenen befinden sich gerade in einem Reinigungsprozess, einem Heilprozess und in einer Wandlung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die beruflichen Erfolg, die Berufung leben. Einige Wiedergeborenen haben den Wunsch, etwas noch studieren, dann auch Wissen erlangen. Und bei vielen Wiedergeborenen ist der große Wunsch eine Reise oder Auslandskontakte oder eine Fremdsprache. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen auch die Sicherheit, Stabilität und ihr Wunsch ist auch die finanzielle Sicherheit oder ein Gewinn oder gute Finanzen, aber auch die Berufung. Sie möchten erfolgreich sein beruflich und Anerkennung zu bekommen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema ihrer Bekanntenkreis, Freundeskreis, das zu befestigen. Aber auch die Liebe-Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Das heißt, die zwischenmenschlichen Kontakte, die Kommunikation, die Freundeskreis, etwas zu organisieren, dann auch die Liebe leben und etwas veröffentlichen, zum Beispiel ein Buch zu veröffentlichen oder einen Vortrag halten. Also sie brauchen auch die Publikum und da sind die Wünsche oder diese Wünsche können gerade in Erfüllung gehen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen möchten Anerkennung. Sie möchten etwas ins Licht zu bringen. Sie möchten gerne etwas präsentieren, endlich mal Erfolg zu haben. Oder bei vielen Krebsgeborenen bedeutet das die Selbstständigkeit oder die Familie. In Familie wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen, aber nicht nur da, sondern auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis und auch im beruflichen Umfeld. Sie möchten das zeigen, was sie können und sie haben ein gutes Gefühl dabei, dass das wirklich zum Erfolg führt. Also all das, was sie vorhaben und noch niemand erzählt haben, diese Geheimnisse, weil sie das nicht zutrauen. Wichtig ist, diese Unsicherheit überwinden, ihre Ideen zeigen, ihre Vorhaben und das bekommen, da bekommen die Krebsgeborenen auch die Anerkennung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop in diesem Schicksalstag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.